Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von A Pet Shop After Dark. Ja, ich habe jetzt mal die Bilder alle geöffnet und habe die klein gemacht und habe die alle quasi zusammengepuzzelt. So, jetzt ergeben die so einen Kreis und ein paar Symbole sind außerhalb von dem Kreis, ein paar innerhalb von diesen Symbolen. Und die haben ja nicht umsonst Kreis, Dreieck oder Sechseck. Oder Kreis, Dreieck, Sechseck, habe ich irgendwas. Oder ein Viereck. Habe ich vergessen? So. Haben die ja jetzt nicht umsonst. Es muss ja irgendwas mit diesen Lautstärke-Dingern zu tun haben. Wahrscheinlich muss ich irgendwie die Lautstärke hier einstellen. So. Soweit, das war mein Gedanke. So. Und ich dachte mir, die Symbole haben irgendwelche Pfeile. Vermutlich muss ich dann entweder nach links oder nach rechts gehen. So, jetzt ist aber nur die Frage, bei welchem Symbol muss ich anfangen? Da habe ich jetzt gar keinen Plan von. Entweder ich muss, also meine Vermutung ist, dass zuerst die äußeren Symbole, dann die inneren Symbole sind. Nur, also klar, die Richtung ist auch so im Uhrzeigersinn, weil da oben bei diesem einen Bild ist ja ein Kreis, der zeigt die Richtung, denke ich. Und ja, jetzt ist so die Frage, ob ich bei dem einen Symbol, bei diesem Bild, was ich vorhin beschrieben habe, oder was heißt vorher, das war im letzten Part, was ich ja beschrieben habe mit diesen Fühlern und so und sowas, keine Ahnung was, ob ich bei diesem Symbol anfangen will, weil es ist schon auffällig, dass es so doppelt ist, das heißt, man könnte es doppelt verwenden, oder dass ich einfach oben rechts anfangen soll und das hat nichts zu bedeuten. Da bin ich mir nicht sicher und deshalb werde ich jetzt einfach mal das erstmal denken, was meine erste Überlegung war, und zwar, dass ich rechts oben bei diesem Symbol anfange. Es kann richtig sein, dann nennt mich Superbrain. Es kann falsch sein, dann werde ich mal bei diesem Doppelding anfangen. Obwohl irgendwie was sagt mir, dass dieses Doppelding klüger wäre, aber keine Ahnung. Irgendwie sagt auch mein Gefühl, ey, du musst außen anfangen und die Symbol ist halt nicht aus. Und ja, deshalb. So, ihr seht die Bilder nicht, aber ich sehe sie. So, anfangen müsste man dann mit Kreis und nach links. Dann müsste man das hier und nach rechts. Dann muss man das hier und nach rechts. Halt, stopp, ich hab schon verkackt. Stopp, ich hab schon verkackt. Gut. Fangen wir nochmal an. Hab ich. Wie komme ich jetzt zurück? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Truhe ist. Ich habe mich auf das falsche Symbol geguckt. Ich bin also in, okay, hier ist die Symbole. So, XXX, gut. Wurde alles, glaube ich, gerade gelöscht. So, nochmal von vorne. Alles klar. Also, zuerst Kreis. Dann nach links. Dann das hier. Und nach rechts. Dann das und nach links. Dann das Dreieck. Das Dreieck ist hier. Und nach rechts. Dann das Viereck. Und nach links. Dann das Sechseck und nach rechts. Dann das Dreieck und nach links. Kreis und nach rechts. Thank you.
Okay, das war falsch. Oder? Okay, dann versuche ich es mal mit von der Mitte aus. Links, links, rechts, links, rechts. Ich probiere das jetzt einfach mal. Okay. Dann startet das mit dem hier und nach links. Dann Kreis. Kreis. Und nach links. Dann Dings, Viereck. Und nach rechts. Dann Sechseck. Nach links. Dann Dreieck. Dreieck war hier. Nach rechts. Dann Viereck. Nach links. Sechseck. Nach rechts, Dreieck, links, es war nicht richtig. Kreis rechts hätte noch gefehlt. Okay, ich probiere mal nochmal was. Ich starte mal nochmal von der Mitte und lasse aber dann das zweite Mal Mitte weg. Okay, das bedeutet, dass ich dann das mache. Das hier. Das war falsch. Das hier nach links. Dann Kreis nach links. Kreis nach links. Dann Viereck nach rechts. Dann Sechseck. Nach links. Dann Dreieck. Nach rechts. Dann Sechseck nach rechts. Aber war da nicht die Truhe? Okay, nee, okay, dann wahrscheinlich. Dann Dreieck nach links. Nee, Dreieck. Und Kreis nach rechts. Das war auch nicht die Lösung. Dann, ja, ist die Frage, was ist denn jetzt die Lösung? Also, was hatte ich denn jetzt? Ich hatte von rechts außen gestartet. Das war nicht richtig. Ich habe von der Mitte aus gestartet. Hab die Mitte mitgenommen, das war nicht richtig. Ich habe die Mitte weggelassen beim zweiten Mal, das war nicht richtig. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten? Vielleicht ist Mitte auch falsch, aber was soll ich denn sonst starten?
Oder habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Darf man nicht, sich nicht aus Versehen verklicken? Und das war mein Fehler. Kann das vielleicht sein? Oder es ist tatsächlich egal, ob das jetzt außen oder innen ist. Also nicht zuerst das Äußere, das Innere. Ich glaube, das probiere ich noch. Und wenn es sicher ist, dann bin ich verzweifelt. So, alles klar. Ich starte in der Mitte oder... Ja, komm, wir starten wieder in der Mitte. Mache ich es auch nochmal. Also, das hier. Und nach links. Dann Kreis. Und nach links. Dann Sechseck. Und nach rechts. Und dann Viereck. Nach rechts. Dann Dreieck. Nach links, Sechseck, nach links, Kreis nach rechts und als letztes Dreieck nach rechts. Das war's. Okay, okay, gut, gut. Dann ist es scheißegal, welches Symbol außen, welches innen ist. Es muss einfach nur im Kreis gefolgt sein. Alles klar, gut. Gut, 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 gut. Wir haben es. Wir haben es geschafft. Hier ist eine Tür. Das ist doch... Das wandert gerade von alleine nach unten. Meine Maus spinnt rum. So, geschafft. Ich weiß nicht, ob das gerade so sein soll, aber... Okay, jetzt funktioniert sie wieder. Oder auch nicht. Oh, jetzt weiß ich nicht, was sie gesagt hat. Irgendwas fließt die Wände runter. Die Maus wandert immer wieder zurück. Und der Flur ist nass. Ist da ein Loch oder so? Oh, tschüss. Oder es war doch falsch. Und jetzt sind wir gestorben. War das jetzt richtig und falsch, was ich getan habe? Okay, es wird wieder zurückgespult. Ich bin verwirrt. Ah, das ist der letzte Ring. Cool. Music, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, hä? Der Raum ist wieder leer. Alles sieht normal aus. Habe ich mir das alles nur eingebildet? Oh, da scheint irgendwas auf dem Flur. Es sieht aus wie ein Ring. Vielleicht ist es der Ring, von dem die Person geredet hat. Keine Ahnung, ob es der letzte Ring ist oder so. Was weiß ich. Warte. Bevor da Kampfer wegen Pfad ist nicht verfügbar, gehe ich kurz noch aus der Datei raus. Die Bilder lasse ich einfach offen. Aber ich will kurz aus der Datei raus. So. So. Wie kann es leuchten? Hier ist nichts, was es reflektieren könnte. Glaube ich. Würde ich es zumindest übersetzen. Jetzt schlage ich mich doch nicht so schlecht. Music After Dark. Okay, es wird also die Musik angeblendet.
Egal. Tür. Telefon. Musik. Sternchen, Sternchen. Warum wird jetzt dauernd der Sound eingeblendet? Weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Der letzte Ring hast du in mir gebracht. Ich denke, es ist zumindest ein Ring. Keine Ahnung, ob es der letzte ist, oder? Halt ihn ins Licht. Okay, ganz ruhig. So? Ja, das Symbol drinnen. Was? Das? Ja, die Ringe sind zusammen. Was? Aber bevor ich frei sein kann, frei von was, brauche ich noch ein letztes Ding von dir. Finde die Ringe, um den Schlüssel zu finden. Den Schlüssel für was? Um das Cupboard zu öffnen in dem Shop. Bring, was auch immer in diesem Cupboard ist. Zu dir? Aber wer bist... Ich weiß nicht, wer... Zu diesem Raum, bitte. Nur du kannst es tun. Okay. Ich denke, ich kann gucken, während ich hier bin. Ich bringe, was auch immer sich darin befindet, okay? Ja, ich warte hier. Ah, okay. Ich hatte das auszusehen angemacht. Was ist das? Oh, das ist da. Ich frage mich, ob das irgendeine Sprache war, die ich gesagt habe, die vielleicht irgendjemand zufällig spricht und übersetzen kann, was ich gesagt habe. Okay. Okay. Oh, die sagt sogar, okay. Das ist strange. Dieses ganze Tun... Zeug tun, weil ein Fremder am Telefon dir das gesagt hat, sehr seltsam. Ich verstehe gar nichts. Ich muss die Ringe benutzen, um Schlüssel zu finden. Und dann kann ich das Cupboard aufschließen. Wo ist der Sinn hinter all dem? Was zur Hölle? Was? Ja, ich kann auch... I guess I can keep an eye out for a key in the cupboard while I'm tending. Ja, ich denke, ich kann nach einem Schlüssel gucken und ein Cupboard, während ich mich um die Pflanzen und Tiere kümmere. Warte, war dieser Tisch die ganze Zeit da? Die Vase ist gefüllt mit Wasser, mit a bunch of rocks, mit Stein auf dem Boden. Die Steine sehen aus, als wären die angemalt oder so. Ist es ein Goldfischglas? Okay. Ja, aber. Okay, irgendwas muss ich damit machen. Bedeutet, ich gehe wieder zurück in die Files. Warte, ich schließe aber erstmal kurz die Bilder hier, die ich offen habe. Schließen. So. Gut. Wahrscheinlich Hall. Vase. Ordner ist leer. Ah, ne, warte. Die Ringe muss ich öffnen. Ich denke, ich muss... Hier ist leer, leer, leer. Halb, halb, halb. Hier gibt's... Warte, ich muss es doch runter tun. Ich mach einfach mal... Achso, ich muss ja zurück zuerst rein ins Spiel, bevor ich irgendwas anklicken kann. Leer, leer, leer. Halb, halb, halb. Die Steine fühlen sich richtig smooth an. Smooth. Mir fällt gerade kein passendes Wort ein. War das jetzt richtig?
Sagt die das immer? Ja, okay, dann war es wohl nicht richtig. Okay. Also, sowohl das als auch das sind leer und das sind Hälften. Okay, das und das war falsch. Ich mach mal die zwei. Nein. Dann mache ich die zwei. Nein. Dann mache ich die zwei. Nein. Auf jeden Fall in diesen drei Ringen-Ordner. Ich weiß aber nicht. Warte. Warte. Ich habe eine Idee. Jetzt ist nur die Frage, weil über diesen Symbolen hier, über diesen hier, sind nochmal so Vierecke, weiß, schwarz, weiß, weiß, abwechselnd. Wahrscheinlich, ich würde das probieren. Okay, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge, aber ich denke mal, das meint das hier außen. Also brauche ich das, 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 da, oh, okay. Okay, das hat gezählt. Okay, warte. Nochmal. Das, 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 das. Ja. Ja. Ich bin manchmal echt schlau. Bin ich nicht schlau? Ja. Ich freue mich nur, weil das Ding ist, über diesen drei Kreisen sind noch so Vierecke. Und, ja, habe ich eigentlich schon erklärt. So, warte, ich schließe es nochmal kurz, weil das ja, lenkt mich doch sehr ab. Hey, ich bin doch gerade raus aus dem Spiel. Warum gehe ich jetzt nochmal raus aus dem Spiel? Okay, und wieder zurück ins Spiel. Ah, jetzt bin ich im Spiel. Ich bin verwirrt. Alles klar, jetzt habe ich nicht gelesen, was da steht. War bestimmt nicht witzig. Witzig war es bestimmt auch nicht, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es sieht aus wie ein kleiner Schlüssel. Meine Hand geht durch den Schlüssel, wenn ich versuche, den zu schnappen. Ist da irgendein Magic Trick? Ich vermute mal, der Schlüssel befindet sich dann in den Dateien. So. Ich denke, das ist das Kapport. So, dieses ist verschlossen. Das ist von innen verschlossen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich das in den Dateien öffnen. So, wo befindet sich der Schlüssel? Wahrscheinlich in Hall und Vase, oder? Key. Dann tun wir den ausschneiden. Und in den Shop gehen. Pets. Okay, warte. Muss ich den zuerst untersuchen, damit er Ja. Die sagt nicht richtig. Ich rede bitte mal auch lieber an. So. Und dann tue ich jetzt Shop, Cupboards. Und den Schlüssel tue ich da rein. So, jetzt dürfte die offen sein. So. Es ist nicht mehr verschlossen, aber wie? Ich sollte einen Blick reinwerfen. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Ich fühle irgendwas Weiches, es ist kalt. Warte, ist das eine Hand? Ein Arm? Ein Body? Ist da jemand in diesem Kapott? Wie kann jemand da drin sein? Die Tür ist zu klein, kann sich krabbeln. Warte, der Körper ist kalt. Oh Gott. Was zur Hölle geht hier ab? Okay. Ganz ruhig. Ah, keine Panik. Ganz ruhig. Es ist kein realer Körper. Es kann nicht sein. Das muss ein Scherz sein. Alles ist gut. Ich mache einfach meine Arbeit und vergesse das alles.
Niemand kann in diesem kaputt sein. Es ist, wäre zu groß. Es kann nicht sein. Errungenschaft freigeschaltet, Body. Shop. Kaputt. Body. Da ist jetzt ein Body drin. Hervorragend. Ich wusste, es war Errungenschaft Body. Da stand vielleicht Body. Vielleicht ist er jetzt ein Körperchen. Und da ist ein Körperchen. So, hallihallo, hallöchen. Wen haben wir denn da? Warte, da will er raus. Dann packe ich diesen Körper mal hier hinein. Shop, Cupboards, Body. Ausschneiden. Hall. Backroom. Reinkopieren. So. Du hast gefunden. Gefunden, was? Danke. Jetzt kann ich endlich. Komm zurück. Oh, hi. Peace, was geht? Wo kommst du her? Der Körper in dem Cupboard. Das war meiner. Aber ich vermisse irgendwas. Wo ist der Rest von meinem Körper? Ich habe keine Ahnung, wovon du... Mein Herz! Wo ist mein Herz? Ich weiß nicht. Bitte, gib mir mein Herz zurück. Was? Was tust du? Was? Okay. Jetzt hat sie mein Herz gestohlen. Warum bin ich festgesteckt? Das ist nicht, was ich erwartet habe. Was hast du getan? Ich kann mich nicht bewegen. Oh nein. Was habe ich getan? Ich muss das fixen. Ah. Was hast du mit meinem Herz getan? Ich denke, die bessere Frage ist, was hast du mit ihrem Herz getan? Aber ich meinte es nicht böse, aber du tast es. Keine Ahnung. Und jetzt ist dieses arme Mädchen. Sie ist fein. Sie ist ein normales. Sie ist ein normaler Mensch. Nicht so wie du. Menschen geht es nicht wirklich gut ohne ihr Herz. Aber ich... Was willst du jetzt tun? Mit diesem gestohlenen Herzen wird es nicht möglich sein zu fliehen. As long as I have your heart, you're stuck here. Solange ich dein Herz habe, steckst du fest. Du! Was? Möchtest du mich töten, so wie sie? Ich denke nicht. Aber es ist meine Magie, die dein Herz außerhalb deines Körpers weiter schlagen lässt. Wenn du da bist, wenn du stirbst, stirbt dein Herz ebenfalls. Du! So. Was soll schon passieren? Are you done with your little tantrum? Bist du fertig mit deinem Tantrum? Nee, wie heißt das auf Deutsch? Es gibt's doch auch so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hab dich den ganzen Tag. Weißt du, I need to dispose of the poor girl you killed. Irgendwas mit diesem Mädchen, das mich viel getötet hat und ich hab mich erschreckt. You promise you stop me?
Du versprichst, dass du wirst mich stoppen? You stop me from... Du stoppst mich vom... du stoppst mich dabei, irgendjemanden zu verletzen? Ich verspreche es. Du hast die richtige Wahl getroffen. Irgendjemand mit deiner Power... Du bist in Gefahr. Zu jedem. Ich niemals... Ich hab dich niemals für gefragt. Also ich hab dich niemals für das gefragt. Ich kann keine sinnvollen deutschen Sätze bilden. Das ist schlimm, wenn ich irgendwas übersetzen muss. Diese deutschen Sätze ergeben meistens bei mir überhaupt keinen Sinn. Aber egal. Ich will diese Power nicht. Aber du hast sie. Es scheint so, als wäre... Du kannst dich nicht selbst stoppen, während wenn du es benutzt. Ich... Keine Sorge. Solange du hier bist, wird jeder sicher sein. Okay. Aber sei sicher, ich brauche ein Ding. Hä? So, dass du nicht deine Meinung ändern kannst. Was tust du? Nein, nicht! Ah! Endlich, es stoppt sie, hört sie auf zu schreien. I was starting to be a bother. Keine Ahnung. Nowhere should I put this lovely thing. So, wo soll ich das jetzt hinpacken? Ich habe den Körper jetzt eingelagert, aber das verdient ein spezielles Zuhause. Ah, ich weiß. Ich stecke es in den Garten. So, Zeit für Lunch. Mein kleiner Goldfisch fühlt sich peckisch. Ich weiß nicht, was peckisch bedeutet. I will have to give it a little illumination to lure it out. Keine Ahnung. Please, just go. Don't come back. Stay away from me. Wir sind wieder am Anfang. Alles klar. Ich bin verwirrt, aber ich denke, wir müssen irgendwie raus in den Garten, um das Herz zurückzuholen und müssen das alles nochmal wiederholen. Oder was? Ich bin verwirrt. Aber was genau hier jetzt zu tun ist, finden wir im nächsten Part raus. Ich bin verwirrt. Ich hoffe, ihr seid verwirrt. Ich hoffe, ihr seid genauso dumm wie ich. Wenn ja, dann freut euch. Springt in die Luft, schreit einmal und dann setzt euch wieder hin, guckt in die Gegend rum und denkt seltsame Dinge. So. Aua, ich habe mich verletzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.